Weiter geht's bei Pokémon Rot. Ja, seit langer Zeit mal wieder, oder ja, seit einigen Wochen mal wieder, melde ich mich zurück mit einem neuen Video. Und jetzt geht's dann auch hoffentlich wieder regelmäßig weiter. Mir hat irgendwie in letzter Zeit einfach ein bisschen der Nerv gefehlt zum Aufnehmen, sage ich ganz ehrlich. Und jetzt bin ich aber motiviert, wieder weiterzumachen. Und deswegen, ja, geht's jetzt auch nahtlos weiter. Wir sind im letzten Part stehen geblieben, immer noch in Azuria City, so wie einige Parts davor auch schon. Und ich habe jetzt auch den letzten Part, ehrlich gesagt, nicht nochmal angeguckt. Ich bin mir aber relativ sicher, also, dass es jetzt in Orania City weitergehen müsste. In Azuria City ist derzeit erstmal alles geregelt, ja, bis auf, dass wir noch das Fahrrad abholen müssen. Dazu muss ich aber erstmal nach Orania City kommen. Da fehlen auch noch ein paar Trainer. Was ich mir aber an Gedanken gemacht habe, ist, dass ich das Sterndu, was ich im letzten oder vorletzten Part gefangen habe, gerne ins Team aufnehmen würde, weil ich ja am Überlegen war, dass ich das Mio mit ins Team nehme. Allerdings gefällt mir der Gedanke, dass ich das Spiel ohne legendäre Pokémon durchspielen werde. Also, ich werde sie natürlich fangen, aber ich würde sie ungern einsetzen, also ich würde es einfach mit normalen Pokémon gern durchspielen, oder dafür habe ich mich jetzt entschieden. Und deswegen werde ich auch das Mio jetzt ablegen und stattdessen das Sterndu mitnehmen. Es müsste ja Misty sein. Und ja, das könnte noch ein bisschen was an Training gebrauchen. Ich weiß nicht, entweder, oder ja, ich werde es jetzt in den nächsten Kämpfen mal versuchen mit einzubauen und dann halt durch Tausch. Ich halte mich noch kurz auf, dass das Sterndu auch volle KP hat. Dann werde ich sie in den nächsten Kämpfen einfach mal durch Tausch mit einbeziehen, dass sie EP bekommt. Und vielleicht nach diesem Part ein bisschen offscreen angleichen an die anderen. Und ja, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich, okay, ich setze Sterndu noch an die erste Stelle. Ach ja, und was ich ganz vergessen habe, ich habe ja noch die TM-Blutstrahl. Die, oder? Habe ich die noch? Ja, TM-11 müsste es sein, gell? Ja, die bringe ich einfach mal unserem Sterndu bei, dass er eine Wasserattacke hat. Ich könnte es natürlich auch Nidoking beibringen. Allerdings, ja, Nidoking hat einmal Aquaknarre, ist zwar sehr viel schlechter wie Blubstrahl, aber Nidoking braucht jetzt auch für den Anfang nicht unbedingt eine Wasserattacke, vor allem, weil er keinen Step drauf hat, im Gegensatz zu Sterndu. Und deswegen, ja, werde ich die Blubstrahl-TM einfach mal entbehren, dass ich auch mit Sterndu zumindest mit einer Step-Attacke oder dann eben effektiv mit Wasser angreifen kann. Und ja, mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Hier sind wir auch schon gewesen, Schaufel haben wir uns auch schon abgeholt, wenn ich die TM auch nicht gleich einsetzen werde. Ich weiß nicht, ob ich mich dazu auch schon geäußert habe. Allerdings plane ich, dass ich gegen Ende des Let's Plays, wenn ich ja so ziemlich alle TMs habe, oder zumindest die wichtigsten, dass ich dann die klonen werde, also mit dem Missingno-Glitch. Das einfach, weil das Problem ist, in der ersten Generation sind die TMs, kann man halt leider nur einmal einsetzen. Und das wurde in der fünften Generation geändert, dass man eben TMs unendlich oft einsetzen kann, was meiner Meinung nach eine sehr, sehr große Verbesserung ist. Weil man ganz einfach so mehr Pokémon trainieren kann und auch spielen kann, wie jetzt nur die 6, die man sich zu Anfang auswählt. Weil man einfach jedem Pokémon starke Attacken beibringen kann. Das war hier noch nicht so möglich, wenn man halt einmal eine starke Attacke verbraten hat. Dann war Sensei. Und deswegen haben wir aber Gott sei Dank die Möglichkeit, in der ersten Generation noch die TMs ja, zu vervielfachen. Und mit euch haben wir schon gekämpft, ne? Ja. Die haben nichts zu sagen. Achso, ja stimmt, weil es kommt, kam ja eh hier der Smetbo-Trainer, der das Scharniere erscheinen lässt. Und den haben wir auch besiegt. Das heißt, die zwei hier müssten die letzten sein, bis wir dann ja in Orania City ankommen. Das heißt, ja, dann werde ich mir die mal vornehmen. Ja, die werden jetzt auch nichts Besonderes haben. Standardmäßig natürlich Taubsi. Ja, jetzt gleich mit Sterndu loszuschlagen macht, glaube ich, wenig Sinn, weil der uns mit einer Attacke ja fast alle bis sogar tatsächlich alle KP abzieht. Und deswegen werde ich ganz einfach auf Glutexo wechseln.
und der wird es dann regeln. Was ich mir auch überlegt habe, dass ich das Myrapla, was ich ja eh schon am Trainieren bin, eigentlich wollte ich es ja ursprünglich nur trainieren, damit ich eben die Entwicklungsstufen bekomme, nämlich Tuflor und dann zum Schluss eben Giflor. Aber an sich, ja, Giflor ist jetzt nicht so ein krass starkes Pokémon, aber es müssen ja auch nicht immer die Imba-Pokémon sein, die man ins Team aufnimmt. Und weil ich, glaube ich, oder so wie es jetzt aussieht, kein explizites Elektro-Pokémon mit ins Team aufnehmen wird, wäre eigentlich so ein Pflanzen-Pokémon eigentlich keine schlechte Option. Deswegen, das werde ich mir noch überlegen, oder ja, finde ich eigentlich jetzt schon, ohne jetzt großartig drüber nachzudenken, eine gute Idee. Also Giflor fürs Team. Und ja, das werde ich, glaube ich, ja, ich denke mal, das werde ich schon machen. Allerdings kann ich den jetzt hier, wie gesagt, schlecht einsetzen, wenn auch Windstoß noch eine normale Attacke ist und der somit eigentlich uns nicht so viel Schaden machen könnte, jetzt das Taubsi. Ja, ich wechsle einfach direkt nochmal zu Nidoking, dass die sich jeweils immer ausgleichen, unsere zwei stärksten Pokémon derzeit im Team, Lutexo und Nidoking. Und dass da eben keiner zu kurz kommt. Ja, mit Hornattacke sind wir da, glaube ich, ganz gut beraten. Wenn auch das nicht gleich alles abzieht, aber ja, klar, ist ja noch relativ früh im Spiel und somit auch vom Schaden her. Das wird sich allerdings, ja klar, im Laufe des Spiels alles verbessern. Ja, zum Team muss ich eigentlich jetzt nichts verändern. Ich lasse Sterlu vorne, dass er eben seine EP bekommt. Und damit den letzten Trainer für diese Route. Was hat der zu bieten? Ein Habitak. Und ich glaube, das müsste ich auch noch eins fangen. Das habe ich nämlich, ja, habe ich noch keins. Und in Orania City gibt es eine Möglichkeit, ein Habitak gegen ein Porenta zu tauschen. Und das werde ich natürlich auch machen, weil wir ansonsten Porenta per erweiterten Mew-Glitch oder Ditto-Trick fangen müssten. Weil man kann nämlich Porenta auf reguläre Art und Weise in der roten und auch blauen Edition nicht fangen. Und deswegen bietet sich das halt an, ja, dass wir den hier tauschen können. Auch noch gegen Habitak, was es sowieso überall auf gefühlt jeder Route gibt. Und deswegen, ja, werde ich auf der östlichen Route von Orania City, denke ich mal, werde ich mir einen Habitak zulegen. Und es dann gegen Porenta tauschen. Allerdings werde ich kein zweites fangen. Ich schätze, eine gute Idee auszuwechseln, ich glaube nicht. Weil wenn der einen Hyperzahn macht, ich glaube nicht, dass es Sterndo aushält. Deswegen bleibe ich einfach mal mit Nidoking drin. Der kann die EP auch gebrauchen. Und ja, warum kein zweites Habitak? Weil ich kann auf späteren Routen einfach einen Ibitak fangen. Und habe dann somit auch beide Pokédex-Einträge, ohne dann ein kleineres Habitak zu entwickeln. Und ich denke mal, deswegen ist das so die bessere Entscheidung. Damit sind wir angelangt in Orania City. Sehr schön. Orania City, die Hafenstadt der einmaligen Sonnenuntergänge. Und der Typ hier will ein Haus bauen. Und schade eigentlich, dass ihr das in den Remakes, zum Beispiel in Pokémon Feuerrot, ja gut, da vielleicht nicht unbedingt, aber zumindest in Soul Silver, finde ich, hätte man es machen können, dass da endlich mal ein Haus steht. Aber da haben sie immer noch die Baustelle. Also quasi, dass man das so hätte fortführen können, so von der Geschichte her, weil er eben hier das erzählt. Ich möchte auf diesem Land bauen. Mein Pokémon ebnet den Boden und erhält man das zumindest, oder was heißt in Soul Silver? Ja, in der silbernen, goldenen oder Kristall-Edition, finde ich, hätte man das dann machen können, dass hier dann ein fertiges Haus steht. Haben sie aber nicht gemacht. Und komischerweise steht Mashok, aber ein Mascholo-Ruf ertönt. Ja, Mascholo ebnet das, oder Mashok ebnet das Land. Da ist schon einiges an Schweiß für den guten Mann gespart, wenn man ein kräftiges Pokémon nur im echten Leben hätte, das für einen den Boden klar macht, um ein Haus zu bauen. Und hier gibt es ein Item abzugreifen beim Profi-Angler. Ich liebe den Angelsport. Angelst du auch gerne? Ja klar. Wir würden es natürlich auch sagen, wenn wir nicht gern angeln würden. Nimm das hier und gehe angeln, junge Freund. Mit der Angel können wir nur Carpador fangen, bis jetzt. Es gibt drei verschiedene Angeln in der, oder ja, ich wollte es gerade sagen, in der ersten Generation zu finden. Aber es gibt, habe ich mich eigentlich schon geheilt? Ne, noch nicht. Das kann ich auch gleich machen.
Es gibt auch in späteren Generationen diese drei Angeln. Also die normale Standardangel, mit der kann man in der Regel nur Carpador fangen. Danach gibt es noch die Profi-Angel, mit der kann man schon einige bessere Pokémon fangen. Es kommt auch immer auf die Route an natürlich, aber mit der normalen Angel kann man unabhängig von der Route, auf der man angelt, nur Carpador fangen, wenn mich nicht alles täuscht. Hier im Pokémon Center gibt es glaube ich nichts. Mein Pokémon wurde vergiftet. Das Gift hat es lange nach dem Kampf besiegt. Und was hat er zu sagen? Auch wenn sie den gleichen Level haben, können die Fähigkeiten von Pokémon trotzdem verschieden sein. Das Pokémon eines Trainers ist stärker als ein wildlebendes. Ja, das liegt einfach an den EVs, weil ein wildlebendes Pokémon keine hat. Dazu habe ich auch im zweiten Part einiges erzählt. Und ja, in der feuerroten Edition gab es hier im Pokémon Center den Kampffahnder, wenn mich nicht alles täuscht. Dazu aber mehr, wenn ich mal die feuerrote Edition in, ja, ferner Zukunft Let's Playen werde. Hast du gesehen, die MSN ankert im Hafen? Ja, dazu werden wir auch noch kommen. Wir sind sehr umweltbewusst. Wir haben gehört, dass Slimer sich in giftigem Dreck wohlfühlt und entwickelt. Jedem das Seine, würde ich dazu sagen. Und hier können wir, glaube ich, tauschen, oder? Besitzt du einen Habitak? Willst du es gegen Porenta tauschen? Ja, würde ich schon gern machen, allerdings habe ich ja noch keinen Habitak, oder? Oder habe ich schon eins gefangen? Nee, ich glaube, ich habe noch keins. Aber kurz mich vergewissern, jawohl, Habitak haben wir noch nicht. Deswegen ja, wie gesagt, auf der östlichen Route von Orania City gibt es die auf jeden Fall und auch auf anderen Routen, aber das wäre jetzt zumindest mal die nächste Anlaufstelle. Und hier im Pokémon Clubhaus gibt es dann auch wieder einiges zu, oder das heißt einiges, ja, wir am besten gleich direkt mit dem Mann reden, der ist nämlich die interessante Person in diesem Haus, weil wir von dem das Rad-Coupon bekommen. Ich bin der Vorsitzende des Pokémon-Fanclubs. Ich habe mehr als 100 Pokémon gefangen. Ich bin sehr kleinlich, wenn es um Pokémon geht. Also, bist du hergekommen, um etwas über meine Pokémon zu hören? Eigentlich nicht, aber hau mal raus. Sehr schön, dann höre mir zu. Am liebsten mag ich Galoppa. Es ist süß, schön, klug und aufregend. Ja, komm. Jetzt können wir uns den Daumen blutig skippen, während er uns erzählt, wie sehr er an seinem Galoppa hängt. Dafür aber für unsere Zeit bekommen wir netterweise das Rad-Coupon, was ich ja schon angeteasert habe. Oder ja, ich denke mal, jeder müsste es wissen. Damit können wir in Azuria City ein Fahrrad ersteigern. Ansonsten gibt es hier, glaube ich, nichts Wichtiges. Die haben jetzt uns nichts zu geben oder Wichtiges zu sagen. Hat mit Pikachu nicht einen wunderschönen Schweif? Ja, so wie jedes andere Pikachu eben auch. Ja, hier unten gibt es die Arena. Da können wir noch nicht hin, dazu brauchen wir den Zerschneider, den erhalten wir auf der MSN. Und man kann auch alternativ hier mit Surfer hingehen. Dazu kann ich auch gleich noch was sagen, nämlich mit der Geschichte, dass man ja nicht unbedingt den Zerschneider braucht, um an die Arena ranzukommen und auch auf das Schiff zu kommen, kann man zum Beispiel, oder was heißt nicht auf das Schiff zu kommen, sondern um einen, ja, ich würde mal sagen, relativ bekannten Spot nahe des Schiffes zu bekommen, hinzukommen. Braucht man auch Surfer oder kann man Surfer einsetzen, dazu aber gleich mehr. Ich lasse Taubsi einen Brief nach Safronia City im Norden bringen. Ja, das ist doch sehr schön. Den können wir auch gleich mal lesen. Liebe Niki, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Wie ich höre, stiftet das Team Rocket in Safronia City Unruhe. In Orania City scheint es sicher zu sein. Da werden wir natürlich auch noch hinkommen. Safronia City ist nämlich die Hauptstadt der ersten Generation oder halt ja von Kanto. Im Markt können wir auch mal vorbeischauen. Ich weiß gar nicht, habe ich noch genügend Pokebälle? Ja, 16 Stück reicht, glaube ich, für den Anfang. Ich könnte vielleicht ein paar Tränke mitnehmen. So, ja, eine Handvoll. Oh, lohnt sich das überhaupt noch? Ich weiß nicht. Es gibt böse Menschen, die Pokémon für Verbrechen missbrauchen. Das Team Rocket macht mit seltenen Pokémon Geschäfte. Die Pokémon, die ihrer Meinung nach nicht selten genug sind, werden von ihnen ausgesetzt. Oder habe ich das gerade richtig gelesen? Bin mir gerade gar nicht ganz sicher. Pokémon können gut oder böse sein. Das hängt ganz von ihrem Trainer ab. Und ich glaube jetzt hier im... Ja. Normale Pokébälle. Oh, da können wir schon direkt super dran kaufen. Dann macht es vielleicht doch Sinn. Ja, dann nehme ich vielleicht mal so... Ja, 5... Oh, ja. Dann stell die Hälfte vom Geld weg, ne? Ja, komm, ich mache einfach mal. Sinnvoll oder nicht, wenn wir dann rausfinden. Ja, Schutz. Ja, der hebt eh nicht lang, der normale Schutz. Werde ich jetzt nicht unbedingt kaufen. Und ja, soll ich da gleich hingehen oder soll ich erst die Route östlich von hier machen? Ich würde sagen, ich mache erst die Route, wo hier gleich kommt.
Und ja, hier ist übrigens Dickdas Höhle, kann man auch hier auf dem Schild lesen. Da werde ich auch noch gleich dazu kommen, oder was heißt gleich? Eher im nächsten Part, denke ich mal, wenn ich dann den Zerschneider erhalten habe auf dem Schiff. Und ich werde die Route jetzt aus dem Grund erstmal machen, dass ich Sterno noch ein bisschen leveln kann. Damit der uns auch eine Hilfe ist, wenn ich dann die MSN betrete. Hast du Lust mit mir zu kämpfen? Ja, klar. Ich bin scharf auf die IP, die mir deine Pokémon geben werden. Und ja, was hat er zu bieten? Ein Rattan. Level 21, das könnte jetzt. Oh ja, Rattan ist nicht so schnell. Da, ja, ich werde einfach wieder auf Broly wechseln, weil der noch das geringere Level hat im Vergleich zu Glutexo. Das ist hier in der ersten Generation ein bisschen verzwickt. Ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, weil nämlich die Wickelattacke, wenn der Gegner schneller ist, kann er die unendlich oft einsetzen. Es sei denn eben, er verfehlt. Und deswegen, das ist da noch ein bisschen fies gemacht. In späteren Generationen wurde dieser Fehler behoben, dass man da gefangen ist, wirklich für immer in dieser Wickelattacke. Und ja, kann man nur sagen, Gott sei Dank, da gibt es in Pokémon Stadium auch den ein oder anderen Gegner, der das missbrauchen wird. Also ich werde nach Pokémon Rot, also nicht direkt nach Pokémon Rot, aber ich plane, nachdem ich Pokémon Rot beendet habe, auf Pokémon Stadium zu Let's Playen. Und da wird man das vielleicht oder vielleicht auch nicht schmerzhaft kennenlernen. Dieses Problem mit der Wickelattacke oder dieser Trick, ja, den man da ausnutzen kann. Dazu aber dann mehr, wenn es soweit ist. Oder ja, ich denke mal, in den letzten Parts hat man es vielleicht auch schon gesehen, wenn ich schon mal gegen den Rettern oder so gekämpft habe. Und ja, da ist jetzt eine gute Möglichkeit, direkt Lauch einzusetzen, weil der halt mit dem Pflanzenattacken im Vorteil ist. Es sei denn, der kommt mit Hypnose, hoffentlich nicht. Sehr schön, er setzt Blubber ein, was natürlich uneffektiv ist. Deswegen, da können wir wahrscheinlich, ja, den angenehm besiegen. Es sei denn, er nervt halt jetzt dann doch noch mit Hypnose oder so. Ja. Es hat eigentlich, war nur eine Frage der Zeit, bis das kommt. Sollte aber, glaube ich, ja, er ist ja eh uneffektiv und wir sind auch gleich wieder aufgewacht. Allerdings ist er schneller und trifft natürlich direkt nochmal. Das könnte sich jetzt in die Länge ziehen, mal sehen. Hoffentlich nicht. Auf geht's. Maximal 5 Runden müssten es sein. Also 2 Runden sind es, glaube ich, safe. Oder kann man schon direkt nach einer Runde aufwachen? Kann auch sein, aber maximal 5 Runden müsste es sein, die das andauert. Das Problem ist nur. Und das ist übrigens auch das gleiche Problem wie mit Wickel. Weil nämlich nachdem wir aufwachen, geht nicht die Runde normal weiter, dass wir eine Attacke auswählen können, wie es dann in späteren Generationen ist, dass es ganz einfach fair ist. Also wir können jetzt natürlich auch eine Attacke auswählen, aber wir machen nicht direkt einen Hit. Und somit kann er, wenn er schneller ist, direkt uns wieder einschlafen lassen. Und das gleiche Problem ist eben auch mit Wickel. Man ist so lange gelähmt und kann dann, ja, ist machtlos, während der Gegner immer weitermachen kann. Die einzige Möglichkeit ist, eben auszuwechseln oder darauf zu hoffen, dass der, ja, dass er verfehlt. Bei Wickel sind es, glaube ich, 85% Genauigkeit oder so. Also ist eine gute Chance. Ja, was heißt eine gute Chance? Es ist zumindest möglich, dass er verfehlt. Jetzt habe ich eigentlich gesagt, dazu mehr, wenn es soweit ist. Jetzt habe ich es halt doch vorne weggegriffen. Wobei ich mir, wie gesagt, mir gar nicht sicher bin. Es kann auch sein, ich habe das auch schon mal erklärt. Für die, die es nicht gesehen haben, jetzt habe ich es eben nochmal erklärt. Und ja, damit haben wir das Quapsel gut besiegt. Sepa kann Gott sei Dank nicht so krass nerven mit Hypnose. Der kann allerdings Rauchwolke, was ja, was sich mehr oder weniger auch nervig herausstellen könnte. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob Sepa auf Level 18 schon Rauchwolke beherrscht. Und im Gegensatz zu dem Radikal davor war das jetzt kein Problem auszutauschen, weil wir mit Sterndu ebenfalls ein Wasser-Pokémon sind und somit keinen kritischen Hit oder zumindest normalen effektiven Hit bekommen können. Deswegen war ich mir da relativ sicher, dass er nicht so viel Schaden bekommt. Und somit, ja, gegen Wasser-Pokémon kann ich das noch schwache Sterndu austauschen, ohne mir da krass Gedanken zu machen, halt, dass der gleich drauf geht. Und ja, damit ist auch dieser Kampf beendet. Oh cool. Ja, gut, ich habe jetzt eigentlich gedacht, der
Haut ihn direkt weg, allerdings brauche ich noch einen Hit, wie es aussieht. Ist aber kein Problem, das haben wir gleich. Sehr schön. Der zweite Trainer auf dieser Route besiegt. Ein paar fehlen noch. Und ich glaube auch, wir können auf dieser Route nochmal den Mio-Glitch anwenden, wenn mich nicht alles täuscht. Bei einem von den Mechanikern, die da rumstehen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, bei welchem genau. Das werden wir dann im nächsten Part oder vielleicht auch im übernächsten Part, je nachdem wie lange ich brauche, rausfinden. Ich würde sagen, an dieser Stelle werde ich den Part beenden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es so ist, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Also macht's bis dahin gut und ciao.